Boys? Das ist ganz unabhängig, in welchem Beruf man sich verschleißt. Aber verschleißen muss man sich, sonst hat es gar keinen Zweck. Ich bin gar kein Künstler. Es sei denn, unter der Voraussetzung, dass wir uns alle als Künstler verstehen, dann bin ich wieder dabei. Sonst nicht. Die Zeitschrift Kapital erkor ihn zur Nummer 1 im internationalen Kunstgeschäft. Was wollen Sie? Ich will das Bewusstsein der Menschen erweitern. Ich will es vor allen Dingen ausweiten auf die reale politische Situation. Wir unterhalten uns doch über etwas weitergeht als meine Werke. Schmeißen wir doch meine Werke mal zum Fenster raus. Wollen Sie die Belustigung auslassen? Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen? Viele Menschen verstehen unter der Kunst die Freiheit des Willkürs. Aber was soll denn Kunst, wenn nichts dabei herauskommt? Man muss etwas erreichen im Sinne einer Bewegung auf die Zukunft hin. Provokation heißt immer irgendeine, jetzt wird auf einmal was lebendig. Ich weise darauf hin, dass das erste Produkt menschlicher Kreativität der Gedanke ist. Und sage aus diesem Grunde, Denken ist bereits Plastik. Das ist ja der Satz, weswegen ich so oft ausgelacht werde. Kann Plastik die Welt verändern? Ja.